Lila und Lenny, Abenteuer in der Zeitblase der verborgenen Ohren. Lila und Lenny, die neugierige Fledermaus und der clevere Waschbär, lebten im Herzen des verzauberten Waldes. Eines Tages entdeckten sie eine alte, mysteriöse Taschenuhr, die scheinbar magische Kräfte besaß. Als sie mit der Uhr herumspielten, umhüllte sie unerwartet ein Lichtblitz und transportierte sie in eine Welt aus tickenden Zahnrädern und wirbelnder Zeit. Sie befanden sich in der Zeitblase, einem Reich, das von den verborgenen Uhren erschaffen wurde, die den Lauf der Zeit kontrollierten. Die Blase war ein atemberaubender Anblick, mit Uhren aller Formen und Größen, die in der Luft schwebten und jeweils einen anderen Moment der Geschichte repräsentierten. Geleitet von ihrem abenteuerlichen Geist begaben sich Lila und Lenny auf eine Reise durch die Zeitblase. Sie trafen auf Uhrwerkswesen und sprachen mit zeitgereisten Geistern, die Geschichten aus der Vergangenheit und Zukunft teilten. Unterwegs lernten sie, dass die Zeitblase in Gefahr war, das Gleichgewicht der Zeit verschob sich und verursachte Wellen in der Geschichte. Mithilfe ihrer neu gefundenen Freunde beschlossen Lila und Lenny, das Gleichgewicht der Zeit wiederherzustellen. Sie begaben sich auf eine Suche, um die schwer fassbare Meisteruhr zu finden, die Quelle aller Zeit in der Zeitblase. Während ihrer Reise lösten sie Rätsel, meisterten Herausforderungen und entdeckten die Bedeutung der Zeit, die die Welt formte. Als sie dem Herz der Zeitblase näher kamen, trafen sie auf Tempora, die Hüterin der Zeit. Tempora erklärte, dass die Meisteruhr von einem herrenlosen Uhrwerkswesen gestört worden war, das drohte, das Gefüge der Zeit selbst zu zerschlagen. Lilas und Lennys Entschlossenheit, die Zeitblase zu retten, hatte Temporas Aufmerksamkeit erregt, und sie bot ihnen ihre Führung an. Mit Temporas Anleitung spürten sie das herrenlose Uhrwerkswesen auf und erlebten eine aufregende Konfrontation. Durch schnelles Denken und Teamarbeit gelang es ihnen, die Meisteruhr zu reparieren und Harmonie in die Zeitblase zurückzubringen. Als Zeichen ihrer Dankbarkeit gab Tempora Lila und Lenny einen kleinen Zeitkristall, der es ihnen ermöglichte, die Zeitblase zu besuchen, wann immer sie wollten. Mit der nun geretteten Zeitblase verabschiedeten sich Lila und Lenny von ihren zeitgereisten Freunden und kehrten in ihren geliebten verzauberten Wald zurück. Sie wussten, dass die Zeit zwar komplex und schwer fassbar sein konnte, ihre Schönheit jedoch in den Momenten lag, die sie teilten, und in den Abenteuern, die sie unternahmen. Und so blieb Lila und Lennys Abenteuer in der Zeitblase eine geschätzte Erinnerung, eine Erinnerung daran, dass selbst in einer von Uhren regierten Welt die wahre Magie in den Banden der Freundschaft und den zeitlosen Geschichten lag, die sie schufen. Lila und Lenny waren überglücklich, als sie die Zeitblase gerettet hatten. Tempora begleitete sie bis zum Rand der Blase und verabschiedete sich herzlich. Mit einem letzten Blick auf die schillernden Uhren und die wirbelnde Zeit setzten Lila und Lenny ihren Weg zurück fort. Wieder im verzauberten Wald angekommen, bemerkten sie, dass die Sonne bereits unterging. Doch diesmal betrachteten sie den Sonnenuntergang mit einem neuen Gefühl der Wertschätzung. Sie wussten, dass die Zeit kostbar war und jeden Moment wertvoll machte. In den folgenden Tagen erzählten sie den anderen Bewohnern des Waldes von ihrem unglaublichen Abenteuer. Die Tiere versammelten sich um sie herum und lauschten gebannt den Geschichten von den tickenden Uhren und den geheimnisvollen Geistern der Zeit. Die Geschichte von Lila und Lennys mutiger Mission inspirierte sie und zeigte, dass auch die Kleinsten Großes erreichen können. Die Zeit verstrich, wie sie es immer tat, aber nun war Lila und Lenny bewusst, wie wichtig es war, jeden Moment zu nutzen. Sie setzten ihre Abenteuer im verzauberten Wald fort, mit noch mehr Neugierde und Freude an den kleinen Dingen des Lebens. Und wenn der Vollmond am Himmel stand und die Nacht besonders still war, erinnerten sich Lila und Lenny an ihre Zeit in der Zeitblase. Sie erinnerten sich an die tickenden Uhren und das Gefühl, dass die Zeit überall und nirgendwo gleichzeitig sein konnte. Und während sie sich an all das erinnerten, strahlte der kleine Zeitkristall, den ihnen Tempora gegeben hatte, in der Dunkelheit. Lila und Lenny führten ihr Leben im verzauberten Wald mit einem neuen Verständnis für Zeit und Abenteuer.
Jeder Tag wurde zu einer Gelegenheit, neue Dinge zu entdecken und die Welt um sie herum mit wachen Augen zu betrachten. Sie fanden Freude daran, den Sonnenaufgang zu begrüßen und den Vögeln beim Singen zuzuhören. Sie saßen oft am Ufer des glitzernden Flusses und beobachteten das Spiel der Wellen. Eines Tages bemerkte Lila etwas Ungewöhnliches. Ein kleiner Wirbelwind tanzte über die Wiese und wirbelte dabei Blätter und Blumen auf. Neugierig folgten Lila und Lenny dem Wirbelwind, der sie zu einer geheimnisvollen Lichtung führte. Dort stand ein altes Buch, dessen Seiten im Wind flatterten. Das Buch trug den Titel »Chroniken der Zeit« und schien eine Verbindung zur Zeitblase zu haben. Sie begannen, das Buch zu lesen, und darin fanden sie Geschichten von vergangenen Abenteuern, die im verzauberten Wald stattgefunden hatten. Es waren Geschichten von mutigen Tieren, die Geheimnisse enthüllten und Rätsel lösten. Sie lasen von einer Gruppe tapferer Eichhörnchen, die ein verschwundenes Amulett wiederfanden, und von einem klugen Fuchs, der eine verzauberte Quelle entdeckte. Je mehr sie lasen, desto klarer wurde ihnen, dass der verzauberte Wald voller Geschichten war, die es wert waren, erzählt zu werden. Sie beschlossen, ihre eigenen Abenteuer in dem Buch niederzuschreiben, um sie für die zukünftigen Generationen zu bewahren. So entstand eine Tradition, bei der jeder Bewohner des Waldes seine Erlebnisse und Lehren in den Chroniken der Zeit verewigen konnte. Die Nachricht von den Chroniken der Zeit verbreitete sich im Wald wie ein Lauffeuer. Tiere jeden Alters kamen zusammen, um ihre Geschichten beizusteuern. Es gab Geschichten über Freundschaft, Entdeckungen, Hindernisse und Triumphe. Die Chroniken der Zeit wurden zu einem Schatz des Waldes, der das Wissen und die Weisheit der Gemeinschaft bewahrte. Lila und Lenny erlebten viele weitere Abenteuer im verzauberten Wald, aber sie genossen es auch, die Geschichten der anderen Tiere zu hören. Die Chroniken der Zeit wurden zu einem Ort der Inspiration und des Zusammenhalts, an dem die Bewohner des Waldes ihre Erlebnisse miteinander teilten und voneinander lernten. Und so verging die Zeit im verzauberten Wald, geprägt von Abenteuern, Geschichten und der Erkenntnis, dass jede Sekunde kostbar ist. Lila und Lenny hatten nicht nur die Zeitblase gerettet, sondern auch eine wunderbare Gemeinschaft geschaffen, die zusammenkam, um die Schönheit des Lebens und die Kraft der Erzählungen zu feiern.